Test, 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 Test. So. Ja, herzlich willkommen zu der Vorlesung Multivariate Verfahren für Master Psychologie, alle Richtungen und Master Klinische Psychologie und Psychotherapie, kurz CLIP, ja, nur dass Sie wissen, dass Sie hier richtig sind. Der wichtigste Hinweis kommt gleich zu Beginn und lautet: Aufnahme läuft, das heißt also, wir zeichnen diese und alle weiteren Vorlesungen auf und stellen die Ihnen dann im Nachgang zur Verfügung, sodass Sie die, falls es Ihnen hilft, fürs Lernen verwenden können. Gleichzeitig bedeutet das natürlich, alles, was hier gesagt wird, ist dann irgendwie auf der Aufnahme zu hören. Es gibt keine Videoaufzeichnung, als Video sind nur die Folien zu sehen. Sollten Sie also wünschen, nicht mit Ihrer Stimme im Internet, auf YouTube, fragwürdigen Videos zu hören zu sein, dann lassen Sie es bitte wissen und dann können wir den entsprechenden Teil eventuell auch rausschneiden aus der Aufnahme. Ansonsten stelle ich das normalerweise so ungekürzt, ungeschnitten bei YouTube ein. Und den Link dazu erhalten Sie ja dann auch über die Kurs-Homepage. Ja, dann kurz zu mir. Mein Name ist Joram Soch. Ich bin seit Januar wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Lehrstuhl für Methodenlehre 1. Ich habe auch mal vor längerer Zeit an dieser Uni hier studiert, allerdings nicht Psychologie, und war dann danach zum Beispiel in Berlin, habe eine Promotion in Computational Neuroscience gemacht, also eher so Cognitive Neuroscience, kognitive Neurowissenschaften, und bin jetzt seit Beginn dieses Jahres wissenschaftlicher Mitarbeiter und beteilige mich an Forschung und Lehre. Wenn Sie mir eine E-Mail schreiben wollen, und Sie können mir gerne eine E-Mail schreiben, dann sorgen Sie bitte dafür, dass Sie diese E-Mail-Adresse hier benutzen, joram.soch@ovgu.de, und keine andere E-Mail-Adresse, die gegebenenfalls von mir im Internet finden. Gut, willst du noch kurz was zu dir sagen? Ja, hallo. Manche kennen mich vielleicht, die meisten aber wahrscheinlich nicht. Ich bin der Ostwald und bin der Professor für Methodenlehre 1, wie sie momentan noch heißt. Und ja, bin jetzt hier seit 3 Jahren. Das heißt, es könnten welche jetzt im Master sind, glaube ich, auch welche, die mich in der Lehre erlebt haben. Ich glaube aber noch aus dem schwierigen Semester, aus dem Übergangssemester, das haben wir schon im Vorkurs geklärt. Und ja, ansonsten genau, mache ich das gleiche wie Joram. Komputationale kognitive Neurowissenschaften in der Forschung und Datenwissenschaft in der Lehre. Und warum ich auch hier bin, erklärt Joram dann auch gleich. Genau. So, das ist eine Übersicht der Lehre, die wir hier am Institut geben. Also für den Bachelor Psychologie sind das vor allem der Vorkurs Mathematische Grundlagen und die Vorlesungen zur Deskriptivstatistik und Inferenzstatistik. Wir nennen die so. Dann gibt es noch ein paar Seminare zu wissenschaftlichen Arbeiten. Im Masterstudiengang Psychologie ist es diese Vorlesung, Multivariate Verfahren, und das dazugehörige Seminar A2, was bei Ihnen im Modulhandbuch Computergestützte Erhebung, Modellierung und Datenanalyse heißt. Das ist das Seminar zu dieser Vorlesung, was morgen stattfindet und das wir auch Multivariate Verfahren nennen. Ja, für die Masterstudierenden CLIP sind es einmal das Modul A1, Vertiefung allgemeiner Forschungsmethoden. Das besteht aus dieser Vorlesung und dem Seminar, was wir auch morgen haben. Und dann gibt es dasselbe nochmal für Evaluationsforschung und dann gibt es noch andere Veranstaltungen zu Testtheorie und Testkonstruktion. Gut, heute ist die erste Woche. In der ersten Woche machen wir Einführung. Und wir wollen heute insbesondere 2 Dinge machen. Einerseits ein bisschen Motivation. Was sind eigentlich multivariate Verfahren? Warum benutzen wir multivariate Verfahren? Und dann noch ein paar organisatorische Fragen zu Vorlesungen und Seminaren. Gut, dann beginnen wir mit der Motivation. Also das Ziel der Lehrveranstaltung ist, dass Sie einen ersten groben Einblick in moderne Verfahren der multivariaten Datenanalyse bekommen. Damit Sie erstens in die Lage versetzt werden, die selber zu benutzen oder vielleicht sogar zu implementieren. Und zweitens, damit Sie sich andere multivariate Verfahren dann auch selbstständig arbeiten können. Sie kennen ja bestimmt die Unterscheidung zwischen unabhängigen und abhängigen Variablen. Wer kann mir sagen, was unabhängige und abhängige Variablen sind?
einfach Bachelor, erstes Semester. Ja, bitte. Eine abhängige Variable wäre zum Beispiel, wie ich mich gerade fühle. Und die unabhängige Variable ist, dass es gerade hell ist. Genau, also unabhängige Variablen sind die, die wir ja typischerweise unter Kontrolle haben. Tageshelligkeit haben wir nicht unter Kontrolle, aber wir können uns entscheiden, wann das Experiment stattfindet. Und damit haben wir diese Variable in irgendeiner Weise unter Kontrolle. Das ist also Teil unseres Studien- und Experimentaldesigns. Und abhängige Variablen sind Variablen, die wir typischerweise messen, also wie zum Beispiel ihre Stimmung, die sie dann auf dem Fragebogen mit einer Likert- oder Likert-Skala ankreuzen können. Und von denen wir annehmen, dass sie eben von den unabhängigen Variablen beeinflusst werden. Deshalb abhängige Variablen. So, ganz wichtig ist an der Stelle die Unterscheidung zwischen univariaten Verfahren, die Sie schon kennen, und multivariaten Verfahren bezieht sich dabei nur auf die Dimensionalität der abhängigen Variablen. Ja, also wenn die abhängige Variable eindimensional ist, das heißt eine Zahl pro Datenpunkt, Messpunkt, Beobachtung, dann sind das univariate Verfahren, wie zum Beispiel einfache, multiple, lineare Regression. Und wenn wir es mit einer mehrdimensionalen abhängigen Variable zu tun haben, also mehrere Zahlen pro Datenpunkt oder Beobachtung, dann nennen wir das multivariate Verfahren. Es spielt dabei also keine Rolle, welche Dimensionalität die unabhängigen Variablen haben. Und wie Sie ja bereits wissen, aus dem Bachelorstudium können univariate Verfahren auch mehrdimensionale unabhängige Variablen haben, zum Beispiel wenn wir in der Designmatrix eines Regressionsmodells viele verschiedene Faktoren mit aufnehmen. So, die Vorlesung ist so ein bisschen in grob in drei Blöcke eingeteilt. Also es gibt so einmal Grundlagen, das sind vor allem so mathematische Sachen, Matrizenrechnungen, die wir brauchen werden, um die Methoden zu verstehen. Dann gibt es einen kürzeren Abschnitt mit drei Einheiten zu Verfahren der multivariaten frequentistischen Inferenz. Also frequentistische Inferenz sind so Signifikanztests und wir schauen uns hier exemplarisch ein paar für multivariate Daten an. Und dann gibt es den Teil 2 der Vorlesung, nochmal 7 Einheiten, in denen so Verfahren der prädiktiven Modellierung behandelt werden. Hier könnte man jetzt auch wieder sagen, multivariate, prädiktive Modellierung, aber bei prädiktiver Modellierung ist das irgendwie immer schon impliziert, dass man damit multivariate Daten analysiert, obwohl es nicht notwendigerweise so ist, weil man kann ja mit logistischer Regression beispielsweise auch univariate, abhängige Variablen analysieren. Okay, jetzt habe ich im Folgenden zwei Beispiele zur Motivation, wo es also zu Situationen kommt, in denen wir mehrdimensionale abhängige Variablen haben und deshalb gut beraten sind, multivariate Verfahren zu verwenden. Das erste Beispiel ist hier so aus der Neurobiologie, Verarbeitung von Sinnesreizen. Das heißt, was passiert im Gehirn, wenn solche Stimuli gesehen werden beispielsweise oder gehört werden? Und wie entscheiden dann Menschen, ob sie jetzt gerade Objektkategorie A oder Objektkategorie B sehen? Wir können uns hier als Beispiel mal dieses Experiment vorstellen. Hier werden also nacheinander entweder Gesichter oder Häuser gezeigt. Das ist ein sehr klassisches Experiment, weil sich Gesichter und Häuser im Gehirn stark voneinander unterscheiden im Hinblick auf die Aktivierung. Und diese Gesichter oder Häuser können entweder relativ klar zu sehen sein oder so ein bisschen verrauscht und damit für den Probanden ein bisschen schwieriger zu erkennen. So, das wäre ein Beispiel aus der allgemeinen Psychologie, biologische Psychologie oder auch kognitive Neurowissenschaften. Sie wissen ja vielleicht, kognitive Neurowissenschaften ist nichts anderes als psychologische Verhaltensexperimente kombiniert mit bildgebenden Verfahren, ja, die dann normalerweise mehrdimensionale abhängige Variablen liefern, wie zum Beispiel funktionelle MRT oder auch Elektroenzephalographie. Das ist hier in dem Bild zu sehen. So, wenn wir uns jetzt das Experiment nur auf der Verhaltensebene angucken, dann könnte der Datensatz so aussehen. Wir haben hier also eine bestimmte Anzahl von Versuchsdurchläufen und in jedem dieser Versuchsdurchläufe ist ein bestimmter Stimulus zu sehen mit einer bestimmten Kohärenz. Das wären die unabhängigen Variablen. Und dann bezeichnen wir in jedem Trial zusätzlich eine Antwort des Teilnehmers auf und die Reaktionszeit, mit der diese Antwort gegeben wurde.
Das heißt, die abhängige Variable wäre in diesem Fall die Zusammennahme aus Antwort und Reaktionszeit. Können Sie natürlich auch univariat, getrennt voneinander analysieren, aber hier kann man schon mal ein multivariates Verfahren verwenden. So, interessanter wird es dann, wenn wir die neurophysiologischen Daten mit aufnehmen. Also hier in dem Fall Beispiel ist es jetzt EEG. Können wir uns vorstellen, da sind irgendwie 6 Elektroden, E1 bis E6, an bestimmten Stellen auf dem Kopf platziert. Und EEG misst ja nicht nur einen Datenpunkt pro Trial, sondern wir haben hier sozusagen Post-Stimulus-Zeit 0, 2, 4, 6 Millisekunden zu jedem Zeitpunkt eine Messung, wenn ein bestimmter Stimulus zu sehen ist. Ja, in dem Fall wäre also unsere abhängige Variable nicht der Wert einer der Elektroden zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern die Zusammennahme der Werte aller Elektroden zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das heißt, eine Zeile dieser Tabelle hier wäre ein Vektor und die ganze Tabelle beispielsweise wäre eine Matrix. Und die kann dann in irgendeiner Weise analysiert werden. So, hier ist noch ein zweites Beispiel, was jetzt etwas in eine andere Richtung geht. Einerseits, weil es aus einem anderen Bereich kommt, andererseits, weil unsere Datenpunkte da nicht Versuchsdurchläufe sind, sondern mehrere Menschen oder Personen. Das heißt also in dem Fall Patienten. Das Beispiel ist jetzt hier die Evaluation von verschiedenen Psychotherapieformen bei zum Beispiel der Behandlung von Depressionen. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, welche Art der Psychotherapie wirkt jetzt eigentlich besser im Hinblick auf die Reduktion der Schwere der Depression. In diesem Beispiel sind die beiden Formen einmal Online-Psychotherapie, also die irgendwie übers Internet durchgeführt wird, und eine klassische Psychotherapie mit einer Face-to-Face-Situation, in der sich Patientin und Therapeutin dann auch von Angesicht zu Angesicht sehen. Das wäre jetzt ein Beispiel aus der klinischen Psychologie oder Psychotherapieforschung und man kann sich natürlich ähnlich gelagerte Fälle auch dann in der Evaluationsforschung vorstellen. Okay, der Datensatz aus so einer Studie könnte so aussehen. Wir haben also hier unsere Patienten, die Teilnehmer der Studie waren und die wurden vielleicht randomisiert einer der beiden Versuchsbedingungen zugeordnet. Und dann messen wir die Schwere der Depressionssymptomatik mit dem BDI, also Beck Depression Inventory, vor und nach der Intervention oder vor und nach der Applikation der Therapie. Und dann können wir daraus die Differenz bilden. Das wäre dann sozusagen der Delta-BDI-Wert und der würde uns Aufschluss darüber geben, ob eine Verbesserung oder eine Verschlechterung oder gar keine Veränderung eingetreten ist. So, in dem Beispiel ist es jetzt hier so, dass wir noch eine zweite Variable messen, nämlich Glukokortikoide, also zum Beispiel die Konzentration dieser Glukokortikoide im menschlichen Blut als allgemeiner Marker für körperliches oder seelisches Wohlbefinden. Und wenn wir das auch vor und nach der Therapie machen, dann kann man dann einen zweiten Differenzwert, der hier Delta-Glukokortikoide bezeichnet ist. Das heißt, jeder Patient hätte 2 gemessene Zahlen, Delta-BDI und Delta-Glukokortikoide, die dann zusammen die abhängige Variable bilden und auf die man ein multivariates Verfahren anwenden kann. Das hier ist ein Ausschnitt aus der Approbationsordnung für Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Sie wissen bestimmt, dass wenn Sie den Studiengang CLIP abschließen, Sie zugleich eine Approbation als Psychotherapeut haben. In dem Sinne ist das hier relevant. Und in dieser Approbationsordnung steht, dass Sie sich vertieft mit der Forschungsmethodik auseinandersetzen sollen. Das heißt, Sie sollen selbstständig eine Studie anlegen, Daten erheben, Daten auswerten und die in irgendeiner Form berichten. Das wird dann Gegenstand Ihrer Masterarbeit vermutlich sein. Und um Sie in die Lage zu versetzen, das überhaupt zu können, ist es eben unsere Aufgabe hier in der Lehre, bestimmte Themen abzudecken. Und dazu gehören laut dieser Approbationsordnung auch multivariate Verfahren. Und diesem Auftrag kommen wir hier natürlich gerne nach. Gibt es bis hierhin Fragen?
Okay, dann wollen wir diese Motivation jetzt noch so ein bisschen vertiefen und etwas allgemeiner fragen, was ist eigentlich Datenwissenschaft oder was meinen wir hier, wenn wir von Datenwissenschaft sprechen? Also Datenwissenschaft ist ja so ein bisschen ein Buzzword geworden in den letzten Jahren. Und wenn man irgendwie, also ja, vielleicht erhofft man sich irgendwie, dass das besser rüberkommt, wenn man sagt, ich bin Data Scientist und ich bin Statistiker. Oder es klingt natürlich auch besser, wenn man sagt, das Projekt hat einen datenwissenschaftlichen Anteil, als wenn man sagt, wir benutzen statistische Verfahren. Und was wir hier unter Datenwissenschaft verstehen, ist die Kunst, aus Daten Sinn zu generieren. Ja? Also Sie müssen wissen, ein Datensatz allein für sich genommen sagt gar nichts. Ein Datensatz allein ist einfach nur eine Menge von Zahlen, die irgendwie auf dem Papier steht oder idealerweise in einem Computer abgespeichert ist. Und die Daten können erst dann eine Aussage treffen, wenn Sie als Datenwissenschaftler oder Datenwissenschaftlerin eben mithilfe eines statistischen Modells an diesen Datensatz herangehen, der bestimmte Annahmen über die Verteilung der Daten macht und so weiter. Und das erlaubt es Ihnen dann, eine Interpretation des Datensatzes vorzunehmen und Schlussfolgerungen aus dem Datensatz zu ziehen. Das heißt, kompakte, griffige Formulierungen über, wie sind die Regularitäten in der Welt. Ja? Also beispielsweise Psychotherapie Form A reduziert den BDI im Mittel um 3,5 Punkte mehr als Psychotherapie Form B. Das wäre eine sinnvolle Aussage. Und um das zu tun, aus Daten Sinn zu generieren, muss man natürlich gut ausgebildet sein. Ja? Also da kann man gute und schlechte Entscheidungen treffen im Verlauf dieses Prozesses. Und deshalb nennen wir das eben eine Kunst, weil man damit darin weniger oder mehr kompetent sein kann und es eben auch viel Training erfordert. Ja, Datenwissenschaft ist natürlich interdisziplinär angelegt. Da spielen viele Felder und Aspekte rein. Im Vordergrund steht sicherlich immer noch Mathematik und Statistik. Das heißt, am wichtigsten ist natürlich, dass man die formalen Grundlagen beherrscht, um überhaupt probabilistische Modelle formulieren zu können. Was sind Wahrscheinlichkeitsverteilungen? Was sind Normalverteilungen? Was folgt daraus, dass Daten normal verteilt sind? Welche Verteilungen haben dann die Parameterschätzer? Und solcherlei Fragen. Eine große Rolle spielt aber auch der Bereich Informatik und Programmierung. Das heißt, wir werten ja unsere Daten nicht mehr Pen and Paper mäßig per Hand aus, sondern wir machen das natürlich mit Computerprogrammen. Also idealerweise nicht mit Statistikprogrammen, sondern mit Programmen, die wir selbst geschrieben haben, die dann die Daten auswerten. Und insofern spielt auch die Informatik in die Datenwissenschaft rein. Wichtig ist darüber hinaus disziplinspezifisches Fachwissen. Ja? Also Sie können einen psychologischen Datensatz geben und den einem Informatiker geben und sagen, jetzt analysier mal, was steckt da eigentlich drin, was besagen die Daten. Und dann kommt nicht notwendigerweise was Gutes bei raus. Weil der Informatiker hat ja keine Kenntnis von psychologischen Gesetzmäßigkeiten und von den Eigenheiten psychologischer Daten und psychologischer Experimente. Sie haben diese Kenntnis schon und können deshalb ihr disziplinspezifisches Fachwissen einbringen, um halt eine informierte und eine gute Datenanalyse vorzunehmen. Okay, Datenwissenschaft ist Datenreduktion. Das bedeutet, dass insbesondere bei so hochdimensionalen Datensätzen wie bildgebenden Methoden wir immer eine Reduktion des Gegebenen durchführen. Ja? Also wenn wir uns jetzt vorstellen, dass das hier diese Matrix auf der linken Seite irgendwie 100 Trials mit 100 Messpunkten von Hirnaktivität an bestimmten Orten im Gehirn sind, dann wenden wir darauf ein statistisches Modell an und dieses statistische Modell hat typischerweise weit weniger Parameter, als wir Datenpunkte haben. Und diese Parameter werden dann geschätzt und erlauben es uns dann eben eine informativere Aussage über die Welt und über die Gesetzmäßigkeit in der Welt zu machen, als wenn man nur die Rohdaten betrachtet. Datenwissenschaft ist Naturwissenschaft. Ich will jetzt gar nicht so viel zu diesem Schema sagen, weil das später nochmal vorkommen wird. Nur vielleicht schon mal so viel. Also
dass solche so ein bisschen das naturwissenschaftliche Paradigma darstellen. Und im naturwissenschaftlichen Paradigma ist die Annahme, dass also die Realität, die gibt es, aber die ist außerhalb der Wissenschaft und auf die haben wir keinen direkten Zugriff. Auf die haben wir nur deshalb Zugriff, weil wir halt Zufallsexperimente durchführen und damit die Welt samplen und dadurch entstehen Zufallsvariablen und die bilden dann unsere Daten. Wenn wir jetzt unser disziplinspezifisches Fachwissen einbringen, dann können wir ein Modell über diese Daten formulieren. Und wenn wir die Daten und das Modell zusammennehmen, dann können wir auch die Parameter dieses Modells schätzen. Wenn die Parameter geschätzt wurden, dann kommt noch die Modellevaluation. Das heißt, in der Modellevaluation stellt man sich Fragen darüber, wie muss das Modell beschaffen sein, welcher Parameter des Modells ist vielleicht wichtig oder nicht wichtig, um die Daten zu beschreiben und wie hoch ist die mit den Parametern verknüpfte Unsicherheit. In der idealen Welt ist es dann so, also wir leben nicht in der idealen Welt, aber in einer idealen Welt wäre es so, dass dann die Modellevaluation auch zurückstrahlt auf die Modellformulierung. Ja, also wenn wir beispielsweise feststellen, dass Persönlichkeitseigenschaften in gar keinem Zusammenhang stehen mit Sternenkonstellationen oder mit Vorhersagen aus Horoskopen, dann sollten wir unser Modell revidieren und sagen, naja, vielleicht haben Persönlichkeitseigenschaften doch nicht so viel damit zu tun, unter welchem Sternzeichen jemand geboren wurde. Datenwissenschaft ist Dateninterpretation, soll heißen, Datensätze sind komplex. Mit unseren Modellen fokussieren wir auf bestimmte Aspekte des Datensatzes und je nachdem, welches Modell Sie wählen, kommen Sie natürlich zu verschiedenen Interpretationen. Ja? Also wenn Sie ein Modell wählen mit bestimmten Parametern ergibt es eine Interpretation des Datensatzes. Wenn Sie ein anderes Modell wählen, dann kommen Sie zu einer anderen Interpretation. Und das ist auch immer zu berücksichtigen und dann vor dem Hintergrund des disziplinspezifischen Fachwissens abzuwägen, das man hoffentlich hat. Es gibt dann sowas wie eine Terminologie der Datenwissenschaft, also die Art und Weise, wie so bestimmte Dinge bezeichnet werden, wie so geredet wird. Und es ist so, dass man schon viele Übereinstimmungen oder Zuordnungen machen kann zwischen dem, was so in der Statistik die Terminologie ist und dem, was dann im maschinellen Lernen aufgekommen ist und dem, was vielleicht in der künstlichen Intelligenz die Bezeichnungen sind. Ja? Also wo in der Statistik von probabilistischen Modellen gesprochen wird, sind das dann im maschinellen Lernen deterministische Modelle, die irgendwelche neuronalen Netzwerke beschreiben und in der künstlichen Intelligenz agentenbasierte Modelle. Oder wenn wir sagen, unsere probabilistischen Modelle, die haben Koeffizienten oder Parameter, dann sagen die maschinelles Lernen-Leute Gewichte dazu. Oder wenn wir sagen Modellschätzung, sagen die maschinelles Lernen-Leute Trainierung oder Trainieren des neuronalen Netzwerks. Mit künstlicher Intelligenz ist hier übrigens nicht so sehr das gemeint, was aktuell als künstliche Intelligenz in den Medien viel im Gespräch ist, also so ChatGPT und DALL-E und irgendwelche Bildgeneratoren, sondern das nimmt schon noch so Bezug auf die klassische künstliche Intelligenz, die eher aus den Kognitionswissenschaften hervorgegangen ist und in der es irgendwie mehr darum ging, rationale Agenten zu konstruieren, basierend auf bestimmten Prinzipien. Dass wir jetzt diese andere Art von künstlicher Intelligenz haben, das hat viel damit zu tun, dass es so eine Art generative Wende in der KI gab. Das heißt also, die Methoden der KI, die wir heute haben und die heute eine große Rolle spielen, die sind nicht mehr nur dazu gedacht, Pattern Recognition zu betreiben, sondern selber auch Daten zu generieren auf Grundlage der Patterns, die sie erkannt haben und zusätzlich vielleicht als Prompts, wie das ja typischerweise bei ChatGPT ist. Okay, ja, Datenwissenschaft in der Psychologie wäre dann eben die Kunst, aus psychologischen Daten psychologischen Sinn zu generieren. Psychologischer Sinn heißt, dass man Aussagen zum Beispiel darüber trifft, welche Form von Psychotherapie eine größere Wirkung hat. Oder dass man Aussagen macht, die für die Theoriebildung in der allgemeinen Psychologie, für Gedächtnis, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit von Gehalt sind.
Gut. Gibt es bis hierhin Fragen? Nutzen Sie ChatGPT? Ja. Kann man machen. Ja, bitte. Bayes-Statistik, haben Sie gesagt? Ja. Ist kein Teil der Vorlesung, soweit ich weiß? Nein. Was so ein bisschen daran liegt, also der Punkt ist berechtigt. Wir machen eben, also für Bayes-Statistik brauchen wir halt einen guten Hintergrund in Wahrscheinlichkeitstheorie, den machen wir auch im Bachelor. Und dann ist es aber so, dass dann doch die Kolleginnen und auch die Welt, und wenn man so guckt, was so in der Forschung, die Sie interessiert oder die Menschen interessiert, gemacht wird, dass halt viel frequentistische Inferenz gemacht wird. Wenn man das alles erklärt hat, dann sind die Lehrstunden vorbei. Also da gibt es dann keine Kurse mehr. Und deshalb gibt es leider bis jetzt kein Base. Vielleicht irgendwann, wenn wir mal gucken, wenn wir die Master jetzt umstrukturieren, ob da vielleicht ein bisschen was reinkommt. Aber ja, ist ein berechtigter Punkt. Also ich würde sagen, frequentistische Inferenz ist schon immer noch das dominante Paradigma in der Psychologie auch. Wenn man dann im Paper guckt, dann sieht man halt häufiger P-Werte als Base-Faktoren. Deshalb decken wir das eher ab mit der Lehre. Und Bayes-Statistik ist dann natürlich manchmal ein bisschen voraussetzungsreicher. Man braucht diesen ganzen wahrscheinlichkeitstheoretischen Hintergrund. Aber vielleicht können wir ja nächstes Jahr in dieser Vorlesung zum Beispiel so einen einfachen Base-Classifier oder so, sowas mit aufnehmen. Ja. Also Sie, wenn Sie das interessiert, dann können Sie uns aber gerne so um Literaturtipps fragen, wo Sie dann weitersuchen müssen, falls Sie sich da selber weiterbilden wollen. Gibt es noch andere Fragen? Okay, dann kommen wir jetzt zu dem ganzen Organisatorischen. Und da habe ich Ihnen hier erstmal so einen Vorlesungsplan eingefügt. Hier gibt es also diese drei Abschnitte: Grundlagen, frequentistische Inferenz, prädiktive Modellierung. Alles, was bis Einheit 7 ist, sind Vorlesungen, die von mir gegeben werden. Die Vorlesung, die nachkommen, wird Professor Ostwald übernehmen. Und dann gibt es im Februar einmal den Klausurtermin für die CLIP-Studierenden und im nächsten Sommersemester den Klausurtermin für die Psychologie-Studierenden. Dazu komme ich aber gleich noch. Hier ist nochmal dasselbe, allerdings ein bisschen übersichtlicher dargestellt und zusätzlich mit dem Seminar. Also es ist ja so, dass diese Vorlesung mit dem Seminar gekoppelt ist. Das heißt für die Psychologen A2, für die CLIP-Leute A1.2. Und das ist immer donnerstags. Und jetzt ist es so, dass einmal im Semester Donnerstag ein Feiertag ist, das ist der Reformationstag. Das heißt, hier kommt es dann so ein bisschen zu so einer Verschiebung der Themen zwischen Vorlesung und Seminar. Also da ist die Idee, dass Sie dann immer so, sich die Vorlesung anhören, dann haben Sie eine Woche Zeit, das Thema zu verdauen, können sich vielleicht am Wochenende mit dem Seminarblatt beschäftigen und dann in der Woche danach eben das Seminarblatt präsentieren, wenn Sie im Seminar dran sind, damit zu präsentieren. Genau, aber es kann auch sein, dass es wieder zu Verschiebungen kommt im Semester, wenn ein Thema irgendwie ausfällt oder wenn es sich aus anderen Gründen nochmal verschiebt, müssen wir dann schauen und werden wir im Detail noch morgen sprechen. Okay, die Vorlesung findet also immer Mittwoch 17 bis 19 Uhr statt und die Kursmaterialien, das heißt diese Folien und dieses Video und ein Skript, was die Vorlesung begleitet und was Sie gerne lesen können, wenn Sie wollen, das finden Sie auf der Kurswebseite. Die Kurswebseite ist eine Unterseite von unserer Lehrstuhlseite. Also gehen Sie einfach auf Methodenlehre 1 und dann Lehre und dann Wintersemester 2025, komischerweise. Und dort finden Sie eben diese ganzen Sachen. Es gibt auch eine Moodle-Seite zu dem Kurs, in die Sie sich hoffentlich schon alle eingeschrieben haben. Ja.
Und die Moodle-Seite werden wir nur für Ankündigungen verwenden. Das heißt, wenn es irgendwie Terminänderungen gibt oder auch wann und wo die Klausur stattfindet, das wird über die Moodle-Seite bekannt gegeben. Okay, multivariate Verfahren ist eine Masterveranstaltung. Das heißt, es baut natürlich auch Vorwissen auf. Das Vorwissen wird zum Beispiel bei uns im Bachelor Psychologie vermittelt. Wenn Sie hier Psychologie studiert haben, dann haben Sie das vermutlich alles schon gesehen. Falls nicht, können wir das nicht garantieren, dass Sie alles Vorwissen haben. Teilweise rekapitulieren wir das, vor allem in den Grundlageneinheiten. Aber falls Sie da nochmal reinschauen, das sind also hier der Vorkurs mathematische Grundlagen, Vorlesungen, Wahrscheinlichkeitstheorien, frequentistische Inferenz und das Seminar, was diese Vorlesung begleitet, also Programmierung und deskriptive Statistik. Und all diese Kurse finden auch dieses Semester statt, also abgesehen von dem Vorkurs, der ja schon war, nehme ich an. Das heißt, wenn Sie so Wahrscheinlichkeitstheorien nochmal auffrischen wollen, dann können Sie ja auch dieses Semester in die Bachelor-Vorlesung gehen, wenn Sie wollen, oder auch nur mal eine Sitzung. Oder sich online anhören. Gut. Dann zur Klausur. Die Klausur für den Studiengang Klinische Psychologie und Psychotherapie wird im Februar stattfinden. Und das ist eine digitale Klausur, das heißt, sie wird als E-Klausur im URZ, dem Universitätsrechenzentrum, durchgeführt. Es ist eine Multiple-Choice-Klausur. Multiple-Choice heißt 30 Fragen. Jede Frage hat 4 Antwortmöglichkeiten. Es ist immer genau eine Antwort richtig. Und wenn Sie die Klausur nicht bestehen, dann können Sie die Ende des nächsten Sommersemesters, also ungefähr einem Jahr, nachschreiben. Was relevant ist für die Klausur, sind diese Vorlesungsfolien, inklusive der Selbstkontrollfragen, die Sie immer am Ende der Vorlesungsfolien finden. Was nicht relevant ist für die Klausur, ist die Implementierung der statistischen Analysen mit der Programmiersprache R. Das ist nämlich das, was wir im Seminar besprechen. Ja? Für diejenigen, die Psychologie studieren, ist das genauso mit dem Unterschied, dass Sie Ihre Klausur erst Ende des nächsten Sommersemesters schreiben, weil das eine Modulabschlussklausur ist, das heißt, die ist dann auch doppelt so lang und da wird noch eine andere Veranstaltung mit dazugenommen. Nämlich welche? Evaluationsforschung. Evaluationsforschung, genau. Also Sie schreiben dann Ihre Klausur über multivariate Verfahren und Evaluationsforschung. Okay. Fragen? Ja? Ist sie auch eine Klausur? Genau, das wird auch eine E-Klausur sein und das wird auch eine Multiple-Choice-Klausur sein. Wobei die irgendwie zweigeteilt ist. Ja, also die, genau, das gibt's dann, da gibt es dann einen Teil 16 Minuten zur Evaluationsforschung, der ist vermutlich dann nächstes Jahr auch noch auf Papier und der andere Teil ist so wie die unsere Prüfung hat. Aber das ist alles in einem Raum und machbar. Gibt es noch weitere Fragen? Gut. Was kommt denn jetzt noch? Das sind ja die Seminarsachen. Die soll ich erklären? Ja. Okay. Ist dir auch nicht so ganz klar. Okay. Gut. Also, einmal, was wir hier noch haben, ist erstmal diese Umfrage zum Studienstart. Das sind auch alles Hyperlinks. Die ist in Moodle. Da sind so ein paar Fragen dazu, was Ihre statistische Vorbildung angeht und was Sie schon gesehen haben und woher Sie kommen und so weiter. Das ist hilfreich für uns, dass wir so ein bisschen einschätzen können, wie so der Stand ist und auch so ein bisschen sehen können, gerade wenn Sie Ihren Bachelor nicht in Magdeburg gemacht haben, wie die Dinge im Moment so in anderen Uni-Standorten laufen. Wer von Ihnen ist denn erstmal im Masterclip? Oha, das haben wir ganz schön viel, fast genauso viel wie im Masterpsychologie. Und im Masterpsychologie, das ist einfach nur für den visuellen Eindruck. Ah doch. Okay, dann sind noch alle, also die ganz, im Prinzip haben wir 30 Clip-Plätze und 65
Psychologieplätze, aber im Moment war der Master Psychologie, glaube ich, noch nicht ganz voll und dann kommt das ungefähr fast auf das Gleiche. Die Leute aus dem Clip oder viele von Ihnen werden sicherlich aus Magdeburg kommen. Machen wir mal über alle. Wer von Ihnen kommt aus, kommt aus Magdeburg, sondern wer hat einen Bachelor in Magdeburg gemacht? Ja, das sind vermutlich vor allem die Clip-Leute und die anderen dann woanders. Also da ist dann doch auch da einiges an Varianz. Ja, und diese Umfrage, die können Sie dann einmal durchführen und vermutlich machen wir keine Pause. Ich hatte das beim letzten Mal so gemacht, dass wir so eine Pause machen und dann wir uns das anschauen, aber sehr recht zügig. Schauen Sie, haben Sie digitale Endgeräte vorliegen? Dann machen wir doch das erstmal die Umfrage. Dann sind Sie auch alle im Moodle angemeldet und wir wissen so ein bisschen, was los ist. Und dann machen wir jetzt mal 10 Minuten Pause, damit Sie die Umfrage machen können und dann und noch ein bisschen Pause machen können. Und dann erzähle ich Ihnen noch mehr über das Seminar. Gut, dann haben wir kurz. Dann haben wir so ein bisschen hier gesammelt. Schauen wir mal kurz rein, wenn das okay ist. Und haben bis jetzt 47 haben dann doch ausgefüllt eben. Klinische Neurowissenschaft sind noch die meisten, aber so ganz kann das auch nicht sein, weiß ich nicht. Es waren auf jeden Fall mehr Leute hier, als da jetzt drin sind. Was haben wir denn hier? Unterschiedlichste Unis, teilweise auch Hochschule Fresenius, Fernhochschule, Medical School, Heidelberg, Leipzig, interessant, und Lehrmaterialien teilweise wir und noch einiges mehr zum Durchklicken. Interessant ist dann so, was Ihre, was Sie sagen, was Zufallsvariablen sind. Also es gibt durchaus die Dinge, die wir benutzen, also als Abbildung, so ganz allgemein, aber natürlich auch mit der Intuition, dass es etwas ist, was zufällig einen Wert annimmt. Aber das ist immer so die Frage, wie tief man da geht. Also wenn man weiß, dass eine Zufallsvariable etwas ist, das einen Wert zufällig annimmt, das ist schon mal was. Und die Intuition braucht man auch, aber man kann natürlich tiefer da in die Wahrscheinlichkeitstheorie eintauchen. Genau, ein paar Mal kommt das. Störvariable ist auch gut. Und T-Statistik. War einfach uninteressant. Finde ich gut. Ja, das war wirklich uninteressant. Ist nur was, was Sie natürlich viel sehen und was jetzt hier im Kurs tatsächlich die reine T-Statistik, wenn nicht dran kommen, aber mit der F-Statistik bei Varianzanalysen natürlich eine sehr ähnliche Theorie und ähnliche Framework. Okay, und hier ist dann vor allem interessant, ja, es wird so ein bisschen mehr R, habe ich das Gefühl. Also SPSS taucht immer noch auf, aber R, würde ich sagen, ist zumindest hier so knapp die Hälfte. Und das ist gut, weil dann ist Ihnen R schon vertraut, die Umgebung, und das ist dann insbesondere fürs Seminar sehr hilfreich, weil das halt auf R basiert. Gut. Gibt es dazu erstmal noch Fragen oder allgemein Fragen, bevor wir so ein bisschen tiefer jetzt noch in Formalitäten einsteigen?
um noch so ein bisschen mehr zu erläutern, warum es da unterschiedliche Kursmodalitäten und so weiter gibt. Und zwar insbesondere in Bezug auf das Seminar. Das Seminar führt ja der Kollege Joram Soch durch am Donnerstag. Und es gibt zwei Termine. Das bedeutet, im Prinzip gibt es einen Termin für den Master Psychologie für 65 Leute, weil wir eigentlich 65 Studienplätze haben, auch wenn im Moment, glaube ich, nur um die 40 belegt sind, aber die werden sicherlich noch aufgefüllt. Für den Master Clip gibt es einen Termin, der dann für die 30 Leute. Die Kursmaterialien zu den Seminaren und auch Ankündigungen, die Kursmaterialien laufen auch über die Kurswebseite. Da finden Sie dann die Seminarblätter, von denen manchmal dann geredet wird, und Ankündigungen und irgendwelche Dinge, die es zu besprechen gibt, laufen dann über die Moodle-Seite, also weiterhin da natürlich eingeschrieben bleiben.